Ich habe mir gedacht, vielleicht nähern wir uns am besten diesem Thema über die Bibel. Also was Jesus eigentlich zu diesem Thema sagt. Und da gibt es viele wunderschöne Stellen und eine, die besonders zu mir gesprochen hat, ist die sogenannte Aussendungsrede der 72 Jünger. Und ich nehme sie jetzt in der Version von Lukas. Ich würde die gerne mit Ihnen ein bisschen durchgehen. Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selber gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch die Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Frieden diesem Haus. Wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Frieden, der ihn wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet. Ich lasse jetzt ein Stück aus. Dann geht es weiter. Die 72 kehrten zurück und berichteten voll Freude, Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. In dieser Stunde rief Jesus vom Heiligen Geist erfüllt, voll Freude aus. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen, mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater. Und niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Danach suchte der Herr 72 andere aus. Was bedeutet das? 72. Wir reden deswegen nicht mehr von unserem Glauben, weil wir uns dazu nicht berufen fühlen. Ich habe mal mit einer Familie gesprochen, die sind unheimlich aktiv in ihrer katholischen Gemeinde. Tolle Leute. Ganz wunderbare Familie. Und da habe ich die gefragt, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen. Meint ihr, dass ihr Jesus nachfolgt? Und da haben sie spontan die beiden Eltern gesagt, nee. Ich sage, bitte, also ihr tut das doch. Für sie war Jesus nachfolgen eine Sache der Priester und der Ordensleute. Allein die Formulierung. Ich dachte, da stimmt jetzt irgendwas nicht. Das Problem ist in unserer Zeit, dass wir das Religiöse an die Profis delegiert haben. Das sind die Bischöfe, das ist der Papst, das sind die Priester, das sind die Ordensleute. So ist es aber nicht gemeint gewesen. Jesus schickt 72 aus und das sind ein paar mehr als 12. 72 ist eine Zahl, die sagt sowas wie alle. Er schickt eine große Anzahl aus. Er könnte jeden von uns schicken. Nicht nur die Apostel, nicht nur die Religionsprofis. Wir erleben, finde ich, so in Deutschland ein bisschen wie eine Spaltung zwischen den oben in der Kirche und den unten in der Kirche. Also, zum einen sind da die Priester und ist die Hierarchie, die vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen die Tendenz hatte, sich zurückzuziehen auf den liturgischen Bereich, auch auf ihre sozusagen Vollmachten des Klerus mehr zu achten. Ja, das dürfen nur wir und ihr Laien dürft das. Also diese, was nach dem Zweiten Vatikanum so aufgegangen ist, ging wieder ein bisschen zu. Und die Folge, katastrophale Folge für das Volk Gottes ist, dass die Laien, die sogenannten Laien, das ist ja auch noch ein spannendes Wort, dass die Laien dann sagen, wenn der Pfarrer mich da nicht will, wenn ich mich da nicht engagieren soll oder wenn ich da gar keine Freiheit habe, dann zieht man sich zurück. Wie viele hunderte, tausende Menschen in diesem Land haben sich zurückgezogen aus Furcht, weil sie das Gefühl haben, ich kann mich nicht engagieren, ich kann nicht partizipieren.
Und das ist ein Problem des Klerus, wenn er sich so versteht. Aber die Laien haben auch ein Problem. Weil sie nämlich, wo setzen wir uns hin, wenn wir in die Kirche gehen? Hinten! Weil man da so schön ablästern kann, weil man nicht gesehen wird, weil man sich nicht so engagieren muss. Das ist falsch. Wenn wir diese Trennung zwischen oben und unten aufrechterhalten in der Kirche, dann sind wir am Ende. Den Auftrag haben wir alle bekommen. 72. Und dann sandte der Herr sie zu zweit voraus. Kleines Wort, große Wirkung. Er schickt sie zu zweit voraus. Als Gemeinschaft können wir viel besser Zeugnis geben als alleine. Und viel wirkmächtiger. Als Mönche sind wir relativ selten unterwegs zu zweit bei Vorträgen oder bei Kursen. Aber wenn wir das tun, wenn wir Kurse zusammengeben, ist das viel stärker. Es kommt wie Stereo sozusagen unser Zeugnis. Man korrigiert sich auch ein bisschen gegenseitig. Ja? Also mit Bruder kennt man, kann nicht alles erzählen. So, glaube ich, hat Jesus das hier gemeint. Er hat die zu zweit losgeschickt, um Zeugnis zu geben. Das ist Kirche, der Heilige Geist wirkt zwischen den beiden. Kann uns ermutigen, dass wir auch, wenn wir vom Glauben zeugen wollen, es gemeinsam tun. Das ist viel einfacher. Das hatte damals natürlich auch rechtliche Gründe, dass ein Zeugnis nur dann wahr war, wenn es durch einen Zweiten bezeugt war. Aber es hat auch praktische Gründe. Man hat sich auch gegenseitig abgesichert, wenn man Anfeindungen ausgesetzt war, war man im Zweiten nebenan. Also es macht viel Sinn, wenn wir uns heute ganz viel vernetzen als Christen und gemeinsam Zeugnis geben. Er sandte sie zu zweit voraus in alle Ortschaften und Städte, in die er selber gehen wollte. Geniale Stelle. Wenn wir Zeugnis geben, ist es nicht so sehr, dass wir sagen, okay, jetzt komme ich. Das ist meine Botschaft, das ist Gottes Botschaft und Gott ist so und so. Wohin will denn der Herr selber gehen? Er schickt uns, weil er dahin gehen will. Es wäre wichtig für jede Art des Zeugnisgebens und jede Art des Missionierens, wenn Sie so wollen, erst zu hören, wohin will denn der Herr gehen? Zu wem? Also wir müssen rausgehen heute Abend und morgen dann schauen, gibt es denn, ist da ein Bedarf für Gott? Hätte das jemandem gut, etwas von Gott zu erfahren? Vielleicht gar nicht so sehr den Namen Gott zu hören, sondern einfach Gott ihn zu erfahren, ganz konkret. Wo ist er? Wohin will Jesus gehen? Durch mich. Die Sendung beginnt nicht mit mir. Die Sendung beginnt bei dem, der mich sendet. Es entlastet auch, wenn ich weiß, es ist der Herr, der dahin gehen will. Ja, dann ist er verantwortlich. Der wird schon sich dann kümmern. Ich bin nur der Bote. Und dann sagt Jesus, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Diesen Satz, den habe ich komplett gespeichert, unter dem Aspekt Berufungen für die Kirche. Das ist das, was immer zitiert wird, wenn man für Berufe in der Kirche betet. Also Priester und Ordensleute. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Mir ist erst vor ein paar Jahren der erste Teil mehr aufgegangen. Gott ist der Herr der Ernte. Es liegt gar nicht an uns, wo wir ernten wollen. Und an anderen Worten, es gibt eine Art Zynismus, den ich entdeckt habe, der geht so. Naja, es werden immer weniger Priester, es werden immer weniger Ordensleute, aber eigentlich werden es auch immer weniger Gläubige. Dann passt es doch wieder. Das ist zynisch, denn wir wissen nicht, wo der Herr eigentlich hingehen will. Und zumindest vor 2000 Jahren hat er gesagt, die Ernte ist groß, ich sehe, wo ich hingehen will. Da ist so viel zu ernten. Aber es gibt keinen, der hingeht. Ich brauche Arbeiter. Hey, wen kann ich senden? Es ist nicht meine Entscheidung, wo ich mein Zeugnis jetzt mal gebe. Die Idee vom Zeugnisgeben ist, dass ich spüre, wo der Herr mich hinsenden will. Und es scheint, die Welt ist ja wirklich noch nicht ganz zum Guten gewandt, dass da noch eine Menge zu tun ist. Die Ernte ist wirklich groß. Wir als Arbeiter tun so, als würde uns der Weinberg oder die Ernte gehören. Die gehört Gott. Die gehört Gott.
werde jetzt nicht die ganze Aussendungsrede durchgehen in der Weise, nur so Andeutungen. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche, keine Schuhe. Das ist ein Hammer. Mission hat immer so funktioniert in der Kirchengeschichte, dass die Missionare irgendwas dabei hatten. Entweder sie hatten Waffen dabei, ja, zur Bekehrung, da gab es mal eine Zeit, die war gar nicht so lang, aber es gab eine unglückliche Weise, Mission zu betreiben, da hatten die Waffen dabei. Was immer noch bis heute funktioniert, ist sozusagen das Scheckheft dabei zu haben, also Geldbeutel. Also ich komme und bringe den Leuten Geld, sozusagen, also ich bringe irgendwas, um auf diese Weise sie zu kriegen. Wenn Jesus sagt, kommt ohne Schuhe, ohne Vorratstasche, ohne Geldbeutel, was sagt er damit? Er sagt damit, kommt einfach als Menschen mit eurem Herzen, so unmittelbar wie möglich. Es geht sowieso um Jesus und nicht um euch. Ihr seid nur die Boten. Weil alles andere lenkt von Jesus ab. Die Leute sind dann fasziniert von dem Geld, das da die Missionare nach Afrika bringen. Ja. Die sind dann gar nicht so sehr an Jesus interessiert, sondern an dem Geld oder an der Bildung oder was auch immer. Und das ist alles gut, man darf auch Geld bringen. Ja, klar, das ist natürlich okay. Aber worauf Jesus hier hinweist, ist, versucht nicht irgendwie diesen Sendungsvorgang für euch zu instrumentalisieren. Dass ihr irgendwas davon erwartet, macht es als ein freies Geschenk, diese Botschaft weiterzusagen. Die deutsche Kirche hat unglaublich viel Geld. Nicht alle Diözesen und nicht alle Klöster, aber es gibt welche. Es ist unglaublich viel Geld da. Weiß man jetzt, das kommt jetzt langsam so ein bisschen ans Tageslicht. Und die säkulare Gesellschaft wird das wahrscheinlich weiter noch pushen und die Kirche noch weiter in die Enge zwingen, damit die endlich mal offenlegen. Geld stinkt nicht. Geld ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir sozusagen substituieren mit Gebäuden und Geld und Institutionen oder so, das eigentlich den Heiligen Geist. Also das Problem, das ich sehe, ist, und die deutsche Kirche ist reich, aber sie ist nicht missionarisch. Sie es geht wenig von ihr aus, sondern sie ist auch im Rückzug. Sie sorgt dafür, dass das Geld noch erhalten bleibt. Jesus ist hier ziemlich radikal. Und das weiß nicht, ob wir das so leben können. Es macht ja auch Sinn, natürlich Werke zu haben und missionarisch Projekte zu haben und was mitzubringen. Aber der Kernpunkt ist, kommt ohne Schuhe, Vorratstasche und ohne Geld. Und dann sagt Jesus, man soll dem Haus Frieden wünschen, zu dem man kommt. Das ist was Wunderschönes. Shalom, Frieden, Wohlergehen. Also wenn Sie von Gott jemandem erzählen möchten, dann wäre es schön, wenn der Friede überkommt. Es gibt ja so missionarische Typen, die sind so, die machen mir den Mund auf, geht bei ihnen das Messer auf. Also die bringen Krieg. Dann haben sie die falschen Worte gefunden als Boden. Man müsste so über Jesus sprechen, versuchen, dass auf der anderen Seite der Kommunikation Friede erfahren wird und Liebe. Das ist, weil wir bereiten als Messengers, als Boten, bereiten wir dem Herrn den Weg. Und was will der uns bringen? Was will er zu den Menschen bringen da draußen in der Ernte? Frieden, Shalom, Wohlergehen.